Spionage unter Freunden? Das geht gar nicht, sagte einst die Kanzlerin. Viele in Europa verlangen Aufklärung. Nach Medienberichten, dass der dänische Geheimdienst zusammen mit der US-amerikanischen NSA deutsche und andere europäische Politiker abgehört habe. Schwedens Verteidigungsminister fordert, dass Dänemark erklärt, warum der Auslandsgeheimdienst Dänemarks den USA beim Abhören geholfen hat. Peter Hultqvist verlangt vollständige Informationen zu den betroffenen schwedischen Firmen, Interessen und Bürgern. Auch aus Norwegen heißt es, das Verhalten Dänemarks sei absolut inakzeptabel. Nach den deutsch-französischen Videoberatungen zeigte sich Emmanuel Macron mit Angela Merkel solidarisch. Mich hat beruhigt, dass auch Dänemark, die dänische Regierung, die Verteidigungsministerin sehr klar gesagt hat, was sie von diesen Dingen hält. Und insofern sehe ich eine gute Grundlage, neben der Aufklärung des Sachverhalts auch wirklich zu vertrauensvollen Beziehungen zu kommen. Einer der Journalisten, der an der Recherche beteiligt war, sagte gegenüber Euronews: Vielleicht werden wir auch etwas Kritik aus Deutschland kommen sehen, obwohl ich denke, dass die Deutschen ein bisschen zögerlich sein könnten, das zu tun, weil sie selbst vor ein paar Jahren einen Skandal hatten, der enthüllte, wie auch der deutsche Militärgeheimdienst in die Spionage gegen andere EU-Partner verwickelt war. Der dänische Sender DR berichtet auch, dass die Absprache zwischen den USA und Dänemark zwischen 2012 und 2014 den Codenamen Operation Dunhammer trug.